Moin, hallo. Wow, was für ein Tag. Heute haben wir den 22.02.2022. Was für ein Datum. Was für ein Datum. Um mich rum fängt es wieder an zu wehen. Die letzten Tage waren unglaublich stürmisch vom Wetter her. Orkanböen tobten über Schleswig-Holstein. Die Luft schien sich zu reinigen, es fing an zu regnen. Wir hatten wirklich Wetterkapriolen, so wie wir es noch nie zuvor hatten. Es ist ein neuer Zeitpunkt angebrochen, wo alles möglich ist, wo Wunder geschehen können. Wenn ich an Wunder glaube, Neuanfänge, ich muss meinem Inneren folgen, meinem inneren Gefühl, meiner Intuition, meinem Bauchgefühl. Auch wenn Schwierigkeiten auftauchen, nicht zu sagen, nein, ich schaffe es nicht, sondern weiterzumachen. Dies habe ich in den letzten 2 Tagen ganz besonders gemerkt, nachdem ich sagte, wie geht's weiter, was soll ich weitermachen, bekam ich so viele Botschaften für einen neuen Weg, besonders eine kurze private Nachrichten. Hast du eine Webseite? Nein, habe ich noch nicht. Und da fiel mir ein, es besteht doch die Möglichkeit, über die Webseite auch meine Gedanken loszuwerden. Eben halt einen neuen Weg zu gehen. Meine schönen Videos haben ja so viel Schönes bewirkt und es scheint nun so zu sein, dass ich eine weitere Möglichkeit habe, meine tollen Erlebnisse in anderer Form zu veröffentlichen. Ich habe ein gutes Gefühl, dass jetzt ein Zeitpunkt anbricht, wo alles möglich zu sein scheint. In den letzten Monaten habe ich viele meiner Bekannte bemerkt, sie erzählten mir, dass ihnen sehr, sehr viel passiert ist, sehr, sehr viel Unrecht, sehr, sehr viel Dinge, wo wir gesagt haben, es kann nicht angehen. Viele aus unserem Bereich, die sehr spirituell sind, die sehr feinfühlig sind, sensibel sind, die spüren ganz, ganz viele Dinge. Uns ist so viel passiert, dass wir gesagt haben, wie soll es weitergehen? Haben wir überhaupt noch Kraft, weiterzumachen? Und ja, die haben wir. Denn nun kommt der Neuanfang. Ein Neuanfang. Wie meine Oma immer so schön gesagt hat, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder ist selber für sich verantwortlich. Und am Valentinstag, am 14. Februar, hatten wir ganz tolle Herzbotschaften. Die blende ich hier nochmal ein. Die waren so spektakulär. Mutti und ich unterhielten uns gerade, was sollen wir weitermachen, wie sollen wir noch einige Probleme bewältigen, wie können wir das schaffen. Und als erstes erhielt ich dieses wunderbare Herz. Ich kippte meinen Zucker in meinen Milchkaffee, ich nahm einen kleinen Schluck und dann entstand dieses wunderbare Herz. Nur wenig später bekam meine Mutti auch ein wunderbares Herz. Sie löffelte ihr Milchschaum zusammen und dann ist dieses wunderbare Herz entstanden. Wir haben nur gelacht, denn Herzbotschaften bekommen wir ja sehr, sehr, sehr viele. Besonders nachdem meine Oma verstorben ist, 2021 im Juli. Und da habe ich immer schon Herzsteine gefunden. Und nachdem unsere liebe Freundin Rosi verstorben ist im 2018, ich habe das ganz genau beschrieben in meinem Video Heimgang oder Rosis Heimgang, blätter mal oder stöber mal in meiner spirituellen Playliste. Lass dich führen, lass dich überraschen, was du alles so findest. Denn wenn wir wieder auf unser Herz, auf unsere Intuition hören, passieren so viele tolle Dinge, die wir niemals für möglich gehalten hätten. Gut, uns fehlte sehr viel Kraft, aber das ging nicht nur mir alleine so, sondern ganz, ganz vielen Menschen in den letzten Monaten. Ja, wenn wir unser Fokus wieder auf die schönen Dinge konzentrieren, dann passieren Wunder. Genau in dem Moment, wo ich nicht mehr damit rechne. Die 22 ist eine wunderbare Zahl. Die 2 ist eine wunderbare Zahl, wenn ich da nur nach den Botschaften der Zahlen gehe. Die sagen aus, Wunder können geschehen. Glaube an dich. Neuanfänge sind möglich. All das ist möglich. Drum lass uns gemeinsam den Himmel auf die Erde holen. Schick die Liebe um die Erde, denn das
ist auch das Zauberwort. Das ist die Zauberformel des Lebens. Liebe. Liebe ist Lebensenergie, ist Lebenskraft. Die Liebe wird am Ende siegen. Und was wäre eigentlich, wenn wir alle nur noch positive Dinge posten würden? Nichts mehr an negativen Dingen posten, sondern nur noch nichts an negativen Dingen posten. Nur noch positive Dinge posten. Oha, das wäre doch ein Glücksgefühl. Und wenn ich jemandem eine Freude mache, dann habe ich auch davon etwas. Dann geht es mir auch gut. Ja, dies soll nur eine kleine Anregung sein, ganz spontan. Der Wind nimmt zu. Ich merke es auch. Und es soll ja wieder windig werden. Ich folge meinem Herzen und ich denke auf mich, auf Mutti, auf alle anderen, die im Herzen sind, im Herzen ihre Liebe haben. Uns allen werden wunderbare Dinge in den nächsten Wochen, Monaten passieren. Ich habe ein super gutes Gefühl. Und ich bin dankbar für diese tolle Möglichkeit, die sich gestern bei mir ergeben hat. Und wo ich nochmal die Möglichkeit habe, in einer anderen Form über meine Erlebnisse von Nahtoderlebnis und Begegnung mit Verstorbenen, von meinen Engelbegegnungen und so zu berichten. Und ja, ich freue mich. Ich habe ein totales Glücksgefühl in mir drin, weil ich weiß, es wird alles gut werden. Es kann nur gut werden, wenn wir in uns drin bleiben, also wenn wir die Liebe in unserem Herzen behalten, wenn wir unserem Herzen folgen, unserer Intuition folgen, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und wie bekam ich letztens eine Botschaft, als ich früh morgens wurde ich von dieser Botschaft wach. Nur Feiglinge bleiben stehen, Mutige gehen ihren Weg. In diesem Sinne, alles Liebe für dich. Lass uns gemeinsam die Erde zu einem Liebesplaneten machen. Lasst uns den Himmel auf die Erde holen, damit wir alle zusammen ein glückliches Leben führen können. So wie es in den Anfängen früher schon mal war. In diesem Sinne, lieben Gruß von Kirsten. Tschüss!